Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei GoGo for Camper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Normalerweise kommen meine Videos ja jeden Mittwoch um 11, aber ich habe so viel auf dem Zettel und viele Videos in Planung, dass wir jetzt auch dieses Jahr immer mal wieder Videos zwischenbauen werden, weil aktuelle News sind, irgendwas ist gerade neu rausgekommen und so weiter. Dann möchte ich euch das natürlich auch schnellstmöglich zeigen. Und das ist jetzt hier ein ganz heikles Thema und ich freue mich, da euch eine Lösung zu präsentieren zu können. Und zwar, worum geht es überhaupt? Also die Powerstation an sich, ich habe mir damals die Delta Max geholt, die werde ich euch jetzt nicht vorstellen, da gibt es hunderte Videos auf YouTube, überall sind Powerstation, laufen rauf und runter. Es geht darum, wir wollen später ja auch autark stehen, ich habe auch ein Solarmodul, da werden wir später nochmal was zeigen, warum und was wir da überhaupt mitmachen. Grundsätzlich, wenn ihr euch aber diese Powerstation interessiert, könnt ihr euch andere Videos anschauen. Es geht hier heute um den FI, also den sogenannten Personenschutzschalter. Weil es ist folgendermaßen, wenn ihr normal über Landstrom euren Wohnwagen einspeist, dann ist es so, und ihr quasi ein defektes Gerät habt, einen Toaster aus Metall oder auch eben ihr fasst den Rahmen an oder wie auch immer, gerade beim Wohnmobil macht die Tür auf und ich sag mal, der Strom sucht sich den Weg, weil das Gerät defekt ist, über ja, Metall oder leitet sich ab und ihr fasst irgendwo an. Dann ist es so, dann kommt nicht die Sicherung, weil die Sicherung hat ja keinen Kurzschluss, sondern der Strom sucht sich ja den Weg. Sondern dann kommt der FI, der sogenannte Personenschutzschalter, der merkt eben, oh, da ist eine Stromschwankung und dann haut er eben den FI raus und dann ist der Strom weg. Weil ihr wäret sonst der Verbraucher, weil der Strom denkt, ja, läuft ja und ihr brennt dann eben ab wie eine Lampe oder sowas. Das wollen wir natürlich nicht und das ist eben auch so, wenn die Videos gedreht werden auf YouTube, dann kann man eben eigentlich schon die Zeit zählen, 3, 2, 1 und dann kommen die Kommentare, ey, das ist lebensgefährlich, wo man auch recht hat. Gerade bei den großen Powerstations, die haben ja richtig Dampf, das ist ja ein kleines Kraftwerk und wenn ihr die anschließt und ich sag mal, Kinder, man darf es gar nicht so sagen, ne? Kinder und sowas oder ihr selber, ihr fasst irgendwo an, stellt euch vor und dann, ja, das ist echt lebensgefährlich und ja, wenn man jetzt so eine Powerstation hat ein IT-Netz, das heißt keinen eigenen FI, also der FI merkt das nicht. Ich zeige euch das gleich auch alles. Ich beweise euch das einmal mit einem normalen Landstrom, dann hier mit der Powerstation und dann habe ich natürlich aber eine Lösung für euch, weil Ecoflow, mit dem bin ich auch in regen Kontakt gewesen, haben jetzt eine Lösung mir gleich zugesendet, dass wir das euch mal eben zeigen können, weil mit Ecoflow Powerstations funktioniert das. Welche das genau sind, haue ich euch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr eben auch den Adapter und somit könnt ihr quasi die Powerstation dann auch über Landstrom nutzen und der FI wird bei einem Problem ausgelöst. Das Problem ist mir schon länger bekannt und ich habe schon mit einem Elektriker hier gestanden, mehrere Stunden verbracht und wir haben versucht, das zu lösen. Es gibt auf YouTube auch viele Videos, wo in irgendwelchen komischen Kellern da irgendwie was zusammengefriemelt wird. Aber ich habe das damals hier mit dem Elektriker gemacht, der hat dann den Stecker auseinandergebaut und PE und Null vertauscht und so weiter. Ich sage Schluss, abbrechen. Erstens macht das so schnell keiner nach. Zweitens ist mir das viel zu gefährlich. Ich finde, wir haben auch eine Sorgfaltspflicht euch gegenüber, wenn wir solche Videos bringen. Und es muss einfach Plug and Play sein. Anders funktioniert das nicht, weil wenn ihr den Stecker dann mal vertauscht, Frau, Mann, geht hin, weiß das nicht oder ach ja, hier ist ja der Stecker oder ihr leiht den am besten noch irgendjemanden, der steckt das rein, der fliegt euch alles um die Ohren. Sowas, da habe ich gar keinen Bock drauf, muss ich euch ehrlich sagen. Ich kann euch da nur zu abraten, sowas nachzubauen oder sowas. Und ja, ich zeige euch jetzt einmal, was das eigentliche Problem ist. Ich nehme jetzt eine normale Kabeltrommel und stecke jetzt hier mal den Stecker rein. So, und jetzt kriegt der Wohnwagen ganz normal Landstrom. Und dann kommt am besten mal mit rein und dann lösen wir mal den FI aus. Hier oben in der Küche haben wir eine Steckdose. Und ich bin extra in der dunklen Halle geblieben, damit ihr das auch seht mit dem Licht und so weiter. Ich habe jetzt hier ein Strommessgerät und ich gehe jetzt hier einmal mit rein. So rum. Genau, hier seht ihr das. Jetzt drücke ich hier auf die beiden Knöpfe und jetzt löst der FI aus. Zack, sofort gekommen. Das heißt, hier kann nichts passieren, der FI löst aus. Jetzt zeige ich euch das mal mit der Powerstation ohne Adapter. Ich schalte sie an. Steck das Landstromkabel hinten rein und schalte hier auch an. Jetzt sieht man, hier leuchtet das, er hat Spannung und dann gehen wir mal rein und probieren das gleiche mit dem FI-Schalter. Gleiches Spiel,
Stromprüfer wieder auf die Phasen geschaltet. Ich drücke wieder beide Knöpfe. Hoppala, es passiert gar nichts. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Das ist das Problem. Hier seht ihr das. Und das ist tatsächlich lebensgefährlich. Aber jetzt zeige ich euch die Lösung. Jetzt stecke ich das Adapterkabel ein. Ganz einfach, so habe ich mir das vorgestellt. Plug and Play bekommt jeder hin. Ich starte die EcoFlow. Jetzt aktiviere ich hier das Panel. Jetzt wird das USB-C-Kabel hier in die linke Steckdose gesteckt. Jetzt drehe ich sie um. Und hier hinten ist das Landstromkabel dran. Die sind alle miteinander verbunden. Jetzt stecke ich hier den Schuko-Stecker auf und aktiviere hier auch die Steckdosen. Jetzt klackt dieses Gerät und ist einsatzbereit. So, und jetzt der Beweis. Wieder mit dem Stromprüfer ran. So. Ich löse die beiden Schalter aus. Zack, FI ausgelöst. Kein Strom mehr vorhanden. So soll es sein. Ich freue mich richtig doll, dass ich endlich die Powerstation eben mobil nutzen kann. Leute, nur so nutzt ihr die Powerstation am besten an eurem Wohnmobil oder Wohnwagen. Ich hoffe, ihr konntet euch mit dem Video helfen. Die Powerstation, das Solarpanel, was ich habe, und natürlich den Adapter haue ich euch in die Videobeschreibung. Und ihr seht das hier auch nochmal, wie das funktioniert, wenn ihr das mit dem Handy guckt. Einfach auf mehr klicken, nochmal auf mehr und dann öffnet sich die Videobeschreibung. Tut bitte anderen einen Gefallen, es geht hier nicht um Werbung. Haut das in die Facebook-Gruppen, auf Instagram. Schreibt einfach welche an, wo ihr wisst, ey komm, die haben sich eine Powerstation gekauft. Die wissen das vielleicht gar nicht. Und da geht es echt um die Sicherheit anderer Camper. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns und zwar sicher auf dem Campingplatz.